Ark erhält eine Dornenlanze. Wir haben eine neue Waffe. Die wir natürlich direkt ausrüsten. Waffen. So. Und Dornenlanze. Möchtest du das anwählen? Aber natürlich möchte ich das anwählen. Ich will mal ganz kurz Rüstungen, Utensilien. Und zwar möchte ich, man kann ja Sachen auch schon ausgewählt. Willst du es wieder ablegen? Ja, abgelegt. Wie kann man das denn? Oder muss man auflegen? Hier ist nichts. Also man kann das ja irgendwie auch ausrüsten. Was haben wir hier? Eine Wunderknolle. Merci beaucoup. Kann man das eigentlich? Ja. Juhu. Und zwar kann man, wenn ich mich nicht irre, auch die Wunderknollen da oben als Item ausrüsten. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie das genau funktioniert hat. Au, 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 au. Ich bleib hier hängen. Nein, nein. Juhu. Geld, Geld, Geld. Wie geht die ganze Welt? Ist hier noch irgendwas eigentlich? Nee, ne? Ich glaube, hier kommen wieder an der Stelle zurück, wo wir... Ja. Hier ist nichts. Ah, ups, ich hab was so. Alter. Verdammtes Viech. Oh. Ich sollte die Wunderknolle benutzen. Wunderknolle, Wunderknolle. ich habe, glaube ich, versehentlich auf die Dings gedrückt, auf die Leertaste. Denn mit der Leertaste kann ich das Spiel bzw. den ganzen Emulator pausieren. Ups. Gibt's da nicht noch? Ah, okay, hier geht's weiter. Achso, ich glaube, wir sind hier auch von oben gekommen. Also die Viecher sind mir jetzt schon unsympathisch. Oh, was ist da oben? Oh, noch eine Kiste. Ach, erhält Gegengift. Okay. Das ist ja gar nicht, was so die Gegengifte gut sind. Ups. So, ich gehe mal davon aus. Nee, das schaffen wir so nicht. Dann rüsten wir mal ganz kurz unsere andere Lanze aus, denn wir wissen ja, dass das Granitspeer. Ja. Ja, solche Steine mit Leichtigkeit zerstören kann. So, perfekt. Und dann rüsten wir wieder den anderen Speer aus. So. Und zwar die Dornenlanze. Ah, ah, au. Au, au, au. Und wir haben hier gleich schon die erste Seele. Du musst einen Regenaltar finden, ja. Also hier ist wieder das gleiche Prinzip. In diesem Abschnitt müssen wir abermals... Au, au, au. Nach Seelen suchen. Au. Ach, come on. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? So, hier können wir noch rein. Au, 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 au. Ich habe mich hier letztes Mal auch versteckt. Ist ein ziemlich gutes Versteck. Ups. Ah, ah, ah. Oh, das war knapp. Und die nächste Seele. So, jetzt haben wir schon zwei. Ah, 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 ah. Nein, nein, ouch. Okay, so, was haben wir hier? Und eine Heilknolle. Ich denke mal, die setzen wir auch gleich mal ein. Eigentlich müsste man ziemlich sparsam umgehen, aber uns bleibt da nichts anderes übrig. So. Aber zumindest sind wir fast zur Hälfte wieder regeneriert.
Und dann kann das Abenteuer auch weitergehen. Was gibt es? Hier gibt es nichts. Achso, wir können hier runter. Dann können wir hier lang. Gehen wir mal diesen Weg. Was gibt es hier? Hier gibt es ebenso wenig was. Dann wird wohl nur noch dieser Weg möglich sein. So. Nanu, diese Felswand sieht aber sehr sonderbar aus. Sie wirkt zu dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könne. Ja, wir haben uns hier das letzte Mal dumm und dämlich geguckt. Ach so, ups, ich hätte... Juhu, und zwar, ja, genau so geht das. Beim letzten Mal hatten wir uns ziemlich doof angestellt, weil wir erstmal dachten, dass wir vielleicht... Au! Oh! Dass wir vielleicht erstmal, dass wir damit das Nashorn befreien können, beziehungsweise erstmal das Nashorn befreien müssen, bevor wir dann da durch können. Ja! Und die nächste! Du musst einen Regenaltar finden. Gut, jetzt haben wir 3, glaube ich. Oder schon 4? Nee, ich glaube 3. Gut, dann widmen wir uns noch dieser lieben Schildkröte. Oder eher weniger lieben Schildkröte. Die hat leider nur ein paar Taler für uns. Gibt es hier noch was? Nein. Dann gehen wir mal hier weiter. Ah, hier geht's noch weiter. Okay. Und da ist das letzte Seelchen. Gut. Den Kristall schnappen wir uns natürlich auch. Der kann uns später noch sehr gute Dienste leisten. Und dann sind wir hier auch schon beim Altar. Und schon haben wir die nächsten 4 gerettet. Ja, diesmal gibt es keine so tolle Animation mehr. Die ist nur beim allerersten Fall, finde ich eigentlich schade, aber gut, müssen wir damit leben. So, da ist jetzt wieder bestimmt... Ah, das war doof. Das war auch genauso doof. Aber zack, ich mach dich platt. Es explodiert. I feel like I'm gonna explode any moment. I'm ready to go. I can't stand if I get so worried. So, Achso, stimmt, da können wir ja gar nicht weiter. Das ist gar nicht möglich. Beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme, waren wir hier auch ein bisschen, aber dämlich. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Zaubern wir an dieser Stelle ziemlich dämlich, aber ich will sie erstmal. Ach Mann. Au. Oh, dieses Glück. Dieses Glück, die ich immer habe. Dieses Glück, das ich immer habe. Aber, ach, geht doch. So. Gut, und zwar müssen wir diesen Baumstamm hier rüber rücken lassen und dann kommen wir auch hier lang. Und das habe ich letztes Mal total verpeilt gehabt. Beziehungsweise am Ende wusste ich es dann, aber das hat viel zu lange gedauert. So, was habe ich hier drin? 65 Taler und ein Vitalelixier. Das werden wir mal auch gleich direkt ausrüsten. Was kann das Elixier? Erhöht die KP. Achso, das war das, was ist, was die KP erhöht. Also KP bedeutet Kraftpunkte bzw. HP. Health Points, wie auch immer. Oh. Ich glaube, im Regen greifen die einen gar nicht an. Kann das sein? Juhu, Level 13 erreicht. KP steigt um 7. ST steigt um 1, ABW steigt um 2, Glück steigt um 1. Juhu! Sieht immer aus wie so ein Super Saiyan. Ich kann es einfach nicht lassen, es zu erwähnen. Ja, ich glaube, Oh, Mist, das war dumm. Oh, yes!
Du musst ein Regenaltar finden. Ja, das ist mir schon bewusst.